Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack 4. Und ich gehe jetzt mal hier raus, denn da wartet schon jemand auf mich. Richtig, Taxi wartet. Meep, meep. Hallo. Sparky Bucky ist da. Sparky Bucky, Taxiunternehmen. Möp, möp. Ich bewerte dich gleich auf jeden Fall auf Taxi Rando. Das ist ja richtig kuschelig hier. Das ist ja gemütlich, aber. Das ist ein schönes Thumbnail. Das ist mir so. Sehr gut. Genau, wir müssen zu dir. Richtig, zu denn mir. Wir haben heute und was vor. Zum Portal, genau. Wir erkunden jetzt einen Unterwassertempel. Und richtig. Daraus willst du deine neue Basis machen, nehme ich an. Also noch nicht jetzt, aber ich habe einen Unterwassertempel gefunden, weil mein großer Plan für Craft Trek 4 ist, eine fette Unterwasserbase zu bauen. Und dafür brauche ich halt ich brauche Prismarinen und so. Und das möchte ich dann gerne direkt da machen. Dann kann ich da eine schöne Farm bauen und so weiter und so fort. Übrigens kriegst du eine 5-Sterne-Bewertung auf fahrerrando.de. Und 5 von 5 Sternen. Mach dann 2,50 für die Fahrt. Okay, gebe ich dir auf jeden Fall gleich wieder. Und ja, diesen Unterwassertempel habe ich gefunden und den müssen wir jetzt, den wollen wir jetzt clearen. Hier ist noch der Respiration Helm, wollte ich noch geben. Und die Eisenschuhe von mir tue ich mal zu Uiuiui. Hast du vielleicht noch Gold hier, dann kann ich ihn eben reparieren. Der Kiste glaube ich nicht, aber einer anderen. Guck mal vorne in den anderen Kisten drin. Hast du auch noch einen Amboss hier? Weil den brauche ich jetzt zum Reparieren. Ja, ich habe den aber secret versteckt, damit man den nicht so oft benutzt wird von irgendwelchen Leuten, dass er kaputt geht. Hier, oh Gott, du hast halt ein Gold zu wenig, ne? Ja. Hast du halt echt nie Gold gefarmt, oder was? Ich habe 5 oder 6 Villager kuriert, die jeweils 8 Gold gebraucht haben für einen Goldapfel. Also 8 mal 6 sind, kommt was bei Raum, das hatte ich schon alles verbraucht, nur für Goldäpfel. Ja gut, dann hast du jetzt zu wenig, dann ist es halt so. Dann repariere ich den nicht. So, ist er bescheuert. Okay, dann mache ich wieder zu. Ich habe mich vorbereitet. So, und das ist alles, was ich mitnehme, auch für die Reise. Okay, die Schuhe gehen bald kaputt, aber weißt du was? Die Eisenschuhe, die fast defekt sind, ich nehme sie doch nochmal mit, denn dann habe ich wenigstens welche, falls die anderen kaputt gehen sollten. So, und jetzt geht's ins Portal, zeig mir den Weg, weise mir den Weg, denn das kann man, ich habe die Koordinaten aufgeschrieben und im besten Falle sind das die richtigen. Oh, jetzt renne ich gegen den Baum. Im besten Falle sind das die richtigen. Im schlechtesten Falle kommen wir irgendwo anders raus. Ich habe die Map jetzt leider mal nicht mitgenommen oder so, aber ich denke mal, du weißt eh, wo es lang geht, von daher. Ja, sind wir hier jetzt bei, ups, falsche Taste, nein, das ist auch falsch, F3 wollte ich drücken. Sind wir hier bei, ja, perfekt, gut, dann müssen wir zu 156 und 260. Ne, 156 und minus 260. Ja, 158 minus 260, also irgendwo so in die Richtung. Also ich glaube, in diese Richtung hier auf jeden Fall. Aber schon du hast doch schon mal das Portal gebaut, also du warst schon mal da. Ja, ja, das ist alles schon gebaut, okay, das ist alles, steht dann schon alles. Dann laufe ich einfach mal hinterher, ich glaube, du findest den Weg schon. 158 und minus 200, das müsste, ne, hier, in diese Richtung müsste das sein. Hast du nicht gemerkt am Anfang, wo es lang ging? Doch, aber es ist lange her. Doch, meine Erinnerung kommt zurück. Ich bin über diesen Berg hier gekommen, hundertprozentig. Sehr gut. Bin ich über diesen Berg. Schubst dich einfach mal hier so ein paar Klippen runter und vielleicht kommen die Erinnerungen wieder zurück. Ja, das finde ich, klingt nach einem Plan, der mir nicht gefällt. Bitte mach das nicht. So. Aha, guck mal, guck mal hier. Dann wären wir auch angekommen, endlich. Die Reise war etwas verwirrend, weil wir uns sehr komisch durchgebrudelt haben. Ziemlich komisch. Aber ich habe gesagt, hier ist den Weg markieren können. Ich habe gesagt, hier ist eins. Ja, ja, komm. Ich habe den Weg tatsächlich mit Fackeln markiert, aber die haben wir nicht gefunden. Oh, also fast gut. Läuft. Aber so, hier sind wir auf meiner Insel. Genau. Yes, und da vorne ist der Tempel. Richtig. Und da drüben steht auch noch ein Schild. Was ist damit? Das ist auch Klumps Insel. Achso, okay, gut. Die haben sich geklont. Ja, aus Versehen, dann, aber noch. Machen wir uns mal los oder so. Ich hab die Hacken auch in die Offhand getan und gut essen hier unten. Und dann, ja, lass mal rübergehen und gucken, ob wir da easy durchkommen. Wir sollten so, du darfst zuerst. Ja, ja. Lass mal mit, wenn wir reinhüpfen. Hm? Eine kleine Steinplattform dann noch bauen. Oh Gott, das wird ekelhaft. Ach, so eine kleine, damit wir hier hochkommen vernünftig. Ja, ja. Wollen wir ein bisschen vorbauen uns noch? Oder? Oh nein, warte. Ich würde gerne mal so switchen. Das heißt, wenn einer getargetet wird, kriegst du ja dann Damage, dass der andere, dass man einfach wechselt so ein bisschen. Ha! Oh. Kann mich mal. So. Oh. Ah, okay, jetzt haben wir verkackt. Alter, die machen 3 Herzen Schaden. Wir können. Meine Herzen sind voll aufgeladen. Dann springen wir runter und unten erst reintauchen. Rechts, 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 rechts. Rechts.
Ja, und abtauchen, abtauchen, abtauchen. Und unten rein. Kommst du auch rein, oder was? Ja, ich bin schon. Ich bin neben dir. Ich bin neben dir. Oh, Alter, wie viele? Oh nein. Oh nee, ich bin drunter, ich bin drunter, ich bin drunter. Schade. Ich bin drin, ich bin drin. Und jetzt haben wir ein Problem, weil... Ich bin tot, RIP. Schon? Ja, ich bin nicht reingekommen. Okay, ich warte hier auf dich. Ich bin drin und bin hier relativ safe. Das Problem ist allerdings, dass wir in der Hölle den Weg nicht gesichert haben. Wir sind teilweise runtergesprungen, dies, das und... du musst die Fackeln suchen. Kein... Bitte? Du musst die Fackeln suchen. Ich habe irgendwo Fackeln hingepackt. Ja gut, das bringt... Das wird ein bisschen dauern, bis ich da alles gefunden habe. Ich weiß, wo wir eben gerade langgelaufen sind. Das finde ich noch, aber ich habe halt keine... Komm, ich nehme nur eine Eisenspitzhacke oder irgendwas mit... Die sind einfach zu Soll handy. Ich versuchen, meine Sachen zu saven? Ja, bitte. Das wäre cool. Okay, wo bist denn du gestorben hier? Oh, kacke, Alter. Jetzt habe ich hier natürlich alle am... Wo bist denn du gestorben hier? Vorne am Eingang, bevor wir reingekommen sind. Vorne am Eingang kann der... Ich, du bist... Vor dem Eingang. Ich habe es nicht reingeschafft. Und go, nächster Versuch. 250 Millionen Viecher. Einfach hier runter und dann rein. Weil drin ist easy. Ich bin drin. Ich hab's auch reingeschafft. Perfekt. So, ab hier ja, geht's also ja jetzt. Also Nachteil ist, ich habe keine Rüstung mehr, die ist nämlich weg gewesen, als wir gestorben sind. Das habt ihr, glaube ich, noch mitgekriegt. Ja. Und wir erkunden jetzt hier so ein bisschen die Bude und hoffen, dass wir immer genug Luft haben. Ja, hurra. Und ja, dann geht's los. Lass die Guardians. Ich hab, oh, da oben ist direkt ein Guardian. Also so ein Fetter. Ich mein, den Boss auch, ne? Ja, Guardians da oben ist direkt der Boss. Meine ich ja. Über uns ist ja, direkt der erste Boss. Sollen wir den direkt tanken oder was? Ja, lass hochgehen, den wegkloppen. Okay, kein Problem. Ist der stark? Nicht signifikant stärker als die anderen auch. Der hält da ein bisschen was aus, aber... Ach, da ist ein genauer Guardian hinter dir. Ja. Die halten übel viel aus. Holy crap. Oh, der ist tot. Okay. Sehr gut. Ich esse mal ganz kurz was und dann können wir eigentlich los. Hurra, der Fette. Ui. Ja. Okay, man muss halt immer wieder runter und den hitten, ja, oder wie? Ja, ja, ah ja, das geht ja, Alter. Wenn wir das in dieser Taktik machen, Vorsicht, Vorsicht, dann kriegen wir den ja schnell down, oder was? Ja, denke ich auch mal. Oh, hier ist auch noch einer drin. Ich kümmere mich mal um den. Ja. Generell sollte ich diesmal ein bisschen tankerig vorgehen. Ja, ja, ich habe wie gesagt keinen Brustmark, kein Helm, der ist weggeblockt. Ich frage mich gerade, warte mal, ich muss mal ganz kurz den hier machen. Hoffentlich stürzt meine Aufnahme dadurch nicht ab. Aha, ihr hattet keinen Sound, es tut mir sehr leid. Aha! Zack, sehr gut, ich hätte ihn auch drauf gehämmert. Gut, jetzt. Okay, tut mir leid, er hatte bis jetzt keinen Sound, aber so wie es aussieht, hat das alles gut funktioniert jetzt mit OBS und der Aufnahme. Also, alles cool. Nice. Ha. So, wir müssen zwei weitere finden, dann müssen wir eventuell hier unten reingehen nochmal, eine Etage runter. Okay, ich folge dir einfach, ne? Also, du bist mein Mentor. So, und dann irgendwo zu den Seiten gucken. Okay. Weil immer wenn dieses Bear-Symbol kommt, heißt das, dass noch einer übrig ist. Ja, es gibt drei Stück oder wie viele? Ja, ja, drei Stück sind meistens drin pro Dungeon. So. Lass mal den anderen wegmachen. Welchen anderen wegmachen? Hä? Achso, nee, hier war gerade noch einer von denen. Ah, okay. Von den kleinen. Ja, hier ist ja nichts mehr, aber also runter oder was? Ja, einfach ein bisschen runtergehen, ein bisschen erkunden irgendwo. Teilweise ist hier in den etwas größeren Räumen dann noch was drin. Hier ist nichts. Ja, gut, außer einem normalen halt. Ja, aber den können wir jetzt. Jetzt kam mit Depth Strider auf den Schuhen. Ja, das ist mega angenehm gerade. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns einfach dem Weg nach erkunden links. Jetzt für die Gegend und hoffen, dass wir oh Gott. Den letzten finden. Den ja, letzten? Das hier unten könnte so ein, könnte so ein Spezialraum doch, sein hier. Es müssen doch zwei Stück sein, oder nicht? Zwei Bossräume. Hä, gibt's nicht drei? Hast du nicht eben noch drei gesagt? Ja, den dritten haben wir schon getötet, zwei fehlen noch. Ach so, okay, ja. Ich dachte jetzt nur noch zwei. Also insgesamt zwei. Also, nee, dass wir jetzt nur noch einen gemacht machen müssen. So, nee, nee, jetzt müssen noch zwei, glaube ich. Ich glaube, es waren noch zwei, die hier fehlen. Oh, ich vermisse das Spam-Klicken manchmal. Oh, oh. Okay. Okay, hier sind 12 Millionen Guardians. Ist aber kein Problem. So. Oh Gott, ich sehe. Ich versuche gerade hier ein bisschen umzuschwimmen und klar zu kommen. Ja, ich versuche gerade mal so ein bisschen mit dem Bogen auf Fernkampf zu gehen. Das funktioniert tatsächlich auch. Haha! Okay. Hi. Ah, okay, da bist du wieder von meiner Nase. Sehr gut. Müssen wir alle zwei Sekunden auffüllen, weil ich habe kein Respiration, so wie du. Okay. Au. Aber ich glaube, hier unten ist keiner drin von denen, ne? Oh, oh. Hier geht es noch hoch, schräg runter. Hä, war hier nicht gerade noch ein... Ich glaube nicht. Also hier ist, so wie es aussieht, keiner drin.
Dann lass mal woanders weitergehen. Ich glaube, ne, hier ist auch nichts. Ne, hier ist auch nichts, ja. Hier ging es noch weiter, oder? Ah, ne, du hast gerade schon geguckt, da ist nichts. Ja, irgendwo ist halt noch einer, ne? Dankeschön, Spiel. So, wollen wir ja, erstmal hier auf der Etage bleiben? Ja, lass mal hier ein bisschen umgucken und dann hoffen wir, dass... Da rechts sind 12 Millionen Viecher im Raum, aber da geht's auch noch weiter. Also ich glaube, wir sollten da mal erforschen. Ich mach mal mit dem Bogen ein bisschen. Ja. Vorsicht. Ah ja, gut, wenn du mich snipest, dann habe ich ein Problem. Ich kann Rüstung. Ja, bleib einfach mal dahinter. Kohlen dir die rauskommen. Perfekt. Hey, wir kriegen das echt gut hin eigentlich, ne? Ja, so läuft das ja. Okay, aber hier ist... Aber halt erstmal da reintauchen zu können. Okay, hier ist wieder so ein bisschen was los. Wo ist Fischifisch? Da ist Fischifisch. Oh oh. Oh oh. Oh Gott. Oh, oh, hu. Kriegst du den? Okay, hier ist noch einer unten. Ja, sieht gut aus. Der ist auch tot. Sehr gut, hier sind alle tot. Also, der Raum hinter dir ist safe. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, warte, ich komme direkt. Ein Herz habe ich. Oh, ich bin tot. Ah, verdammt. Ey, ich bin noch oben beim Bett gespawnt. Ah, oh, perfekt. Aber ich komme wahrscheinlich von deinen runter. Ich habe keine Fackel und nichts. Doch, eine habe ich, die kann ich abbauen, weil du ausgelöscht hast. Okay. Ich habe kein Essen. Soll ich zum Eingang zurückschwimmen? Dann ich sammle erstmal deine Sachen auf. Ja, bitte. Ich habe dein Schwert, ich habe deine Schuhe, ich habe also die Respiration-Schuhe hast du nicht, die Deathstrider-Schuhe hattest du nicht mehr, oder? Ja. Okay, gut, dann habe ich jetzt quasi alles, was du brauchst, oder was du verloren hast. Also ich bin oben wieder. Ich bin da zum Glück beim Bett hier gespawnt, es hat funktioniert. Okay, das ist schön. Ich versuche mal aus dem Kopf den Weg zum Eingang wieder. Soll ich hochkommen oder was soll man machen? Am besten, weil ich allein schaff's nicht hoch. Okay, das wird witzig. Jetzt ist die Frage, ob ich das hochkomme überlebe. Oh, oh, hinter mir ist ein Typi. Das war gerade echt böse. Aber du hältst halt auch wegen der Rüstung mehr aus, logischerweise. Viel, viel mehr. Macht Sinn. Ich muss mal erst. Ich retze erstmal, bis ich voll bin. Und dann habe ich eine Idee, wie ich hochtauchen kann ohne. Alter, hier sind so viele Viecher. Nein, ich sterbe auf jeden Fall. Jetzt sterbe ich auf jeden Fall beim Hochkommen. 100 Pro. Ja, ich sterbe jetzt. Wir könnten versuchen zu disconnecten, da sind ein paar von denen, die spawnen oder so. Oh, da, ich sehe dich. Kommst du weg? Ne, ich bin jetzt tot. Nächster Hit tötet mich. Schade. Hey, du hast es geschafft. Alter, ich habe halt original noch ein Herz oder ein halbes Herz gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel, um ehrlich zu sein. Du bist in Super. Lass mal hier vorne sammeln dann. Das war. Ich bin. Allein hättest du es aber auch nicht machen können, schätze ich, oder? Nee, allein wäre ich absolut draufgegangen. Oh, ey, du hilfst ja schon mega gut mit so. Ich bin ja immer der drauf geht, weil die Rüstung scheiße ist. Ich habe sogar einen Sponge bekommen. Hey, das ist cool. Ja, die werden von dem Elder Guardians gedroppt. Oh ja, so. Und die Fackeln natürlich, ne? Ja, genau. Das wär's schon. Danke, danke, danke. Perfekt. Gut. So, dann können wir eigentlich direkt wieder los, oder? Ja, ich habe jetzt aber keinen Depth-Strider-Schuhe mehr. Ne? Ich laufe ein bisschen langsamer. Das stimmt. Es ist eigentlich ist es bescheuert, direkt da, wo alle sind, runterzugehen. Wir sollten von unten an den Tempel ran. Weil dann haben wir nicht so viel Zeit, die wir runtertauchen müssen, weißt du? Komm mal mit. Kannst dich aber nirgendwo durchbauen und du kannst nirgendwo Atem auffüllen. Ja, doch, hier. Natürlich kann ich Atem auffüllen, Blöcke bauen kann ich ja abbauen, nur nicht. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Ich habe gar keine Sicht hier. Komm mal hier hin. Ja. Dann kannst du hier deinen Atem auffüllen. So, weil wir jetzt kommen sie natürlich schon an. Verpiss dich. Okay, warte mal. Keine gute Idee. Lass das. Schaffen wir nicht. Ja, das schaffen wir mehr als. Wir kommen gar nicht in den Tempel erst dran. Also, das ist einfacher als von oben zu tauchen, weil von oben sind es 12 Millionen Stück. Doch, komm mal von hier. Von hier aus geht das. Ach, ich habe gerade so auftauchen können. Ja, ich glaube, von hier aus geht das echt. Ja, von hier aus geht das echt fit. Hier ist niemand. Hier ist nichts am Start. Vorne beim Eingang sehe ich 7 Stück oder so. Ja, aber wenn wir runtertauchen, dann sind da irgendwie 30, die auf uns warten. Ja, pass auf, ich komme von oben wieder runter. Ich bin gleich bei dir. Das Problem ist, die sehen mich jetzt natürlich und kommen jetzt wieder. Ja, ich werde gefokust. Ich kriege gleich wieder. Ja, der schwimmt aber weg. Tauch mal komplett runter. Und ja, jetzt sind die alle hier hingekommen während der Zeit. Ja, ich werde schon wieder gefokust. Ja, ich sehe es schon. Naja, der kommt jetzt recht nah dran.
Wir müssen den eigentlich zubauen, so ein bisschen. Zubauen, das Wasser verdrängen und dann das irgendwie einsteigen können, ohne von allen gefokust zu werden. So einen kleinen Tunnel. Okay, ich probiere mal was. Oh oh, ich probiere doch nichts. Au. Einen Hit kassiere ich noch. Ja, au. Aber jetzt gerade geht's mir gut. Ich versuche mal irgendwie was zuzubauen. Hm. Ja, ich weiß halt genau, was du meinst. Das ist halt das Ding. Warte mal, ich versuche mal eine... Wir werden auch von Weitem so nicht rankommen. Deswegen, ich bin immer direkt oben reingetaucht und dann hat's mal geklappt, aber... So. Hm, von Weitem meinst du, kommen wir da gar nicht dran? Ja, wenn der erst schwitzt, wenn der erste uns fokust, dem können wir nicht ausweichen unter Wasser. Dann kriegen wir Damage, werden zurückgenockt und dann geht der Strahl wieder, kriegen wieder Damage, werden zurückgenockt. Die halten uns ja ab. Einer reicht ja schon. Den kommst in einer weiten Fläche kommst du an die gar nicht ran. Im Tempel hast du es easy, weil die ja nicht wegschwimmen können. Aber ja, richtig. So kommst im du Tempel ist wirklich easy. Ich versuche hier trotzdem mal kurz was. Oh, das wäre jetzt fast schief gegangen. Aber alles cool. Ich wollte gerade sagen, meine Schuhe sind kaputt. Das wäre echt ätzend gewesen. Warum tauche ich denn so langsam auf? Das kannst du vergessen, wir sind einfach zu schlecht vorbereitet. Wir sind echt nicht gut vorbereitet, kann man an dieser Stelle sagen. Also wirklich normalerweise, wenn du das nicht auch noch direkt hättest machen wollen, ich hätte es mir noch aufgespart. Für später. So, Spar, guck mal, ich tauche hier gerade auf und baue einen kompletten Tunnel bis nach unten. So, siehst du das hier? Wollen wir uns unterirdisch unten durchgraben, bis wir im Tempel sind? Ja, das funktioniert ja nicht. Wir haben ja Death Star. Wo bist du denn, Spark? Hinter dir. Ah, lol. Okay. Weil wir können jetzt hier safe runter. Und dann können wir von hier aus nämlich an den Tempel, weil am Eingang sind echt nicht viele. Das ist halt nur dieser über dem Tempel sind halt so Schweine viele. So, und während du hier runtertauchst, kannst du natürlich immer wieder atmen. So. Und dann können wir einfach hier lang. Von Station zu Station müssen wir gehen. Na gut. Achtung, die hinter dir, snapp dich einer. Ja, ich sehe es schon. Aber wenn wir... Wir müssen ja nur die Sichtlinie unterbrechen. Das heißt, solange wir hier immer Stationen bauen... Ich bin gleich mit der RIP. Alter, du machst es mir aber auch echt nicht leicht. Ey, du kommst runter und wirst instant gesniped von allen. Jetzt ist mein Helm auch kaputt gegangen. Jetzt sehe ich auch nichts mehr unter Wasser. Ja, aber ich weiß nicht, was wir versuchen sollen. Also ich komme jetzt wieder da rein, das ist auch kein Problem. Aber ich krieg dich halt nicht mehr da rein. Möchtest du erstmal deine neue Rüstung holen, oder was? Ja, ich gehe nochmal zurück und gucke, ob ich irgendwie Equipment zusammenkriege und dann probieren wir in der nächsten Folge den nächsten Versuch. Ich gehe zu den Villagern und trade mal eine Tier-Rüstung. Versuche mir nochmal einen neuen Helm zu machen und aber das ist... Man kann sie quasi schon sagen, das ist ein bisschen zu schwer für uns, ey. Ja, dann lass das doch einfach in einer Woche oder so mal machen. Ein bisschen vorbereiten, in einer Woche probieren wir es nochmal. Okay. Oder ist dir das zu spät? Es wird schon keiner wegnehmen, den Tempel, oder? Das schafft ja eh keiner. Aber ich würde sagen, eine Woche braucht man nicht. Ein paar Tage Vorbereitungszeit, würde ich sagen. Jo. Und dann probieren wir es irgendwie in 3 oder 4 Tagen nochmal. Ja, wäre eine gute Idee. Okay, dann dieser Tempel hat uns fürs Erste besiegt. Ja. Aber wir werden Es waren jetzt ein paar Tode drin, die sind nicht mit aufgenommen worden. Ich habe jetzt insgesamt 14 oder so. Ich glaube, ich bin 3 oder 4 Mal gestorben insgesamt. Das tut mir super leid, ey. Aber ich habe Prismarine-Shards bekommen. Boah. Ja, gut. Und ich kann uns einen Tempel ja saven. Ich habe ja jetzt den, einen Raum, sag ich ja. Ich habe jetzt den Sponge bekommen. Ja, gut. Guck mal, und hier ist der eigentliche Weg. Kann ich jetzt auch noch zeigen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ja. Wir haben es nicht geschafft, aber in der nächsten werden wir es schaffen. Ich denke es mal, aber habe ich mir gleich schon vorher gedacht. Lass mal probieren, aber die Tempel sind richtig ekelhaft. Also wenn einmal drin bist, geht's, aber dann... Ja, ich würde sagen, wir haben echt guten Fortschritt gemacht, aber wir kommen halt nicht mehr runter. Die haben mich abwechselnd abgesniped und dann einer von rechts, einer von links, dann einer von rechts, einer von links und dann wirst du hinhergeschleudert und wenn ich 3 Mal getroffen bin, bin ich halt tot. Ja, so ist das. Vorsicht. Na gut. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, lass krachen und tschüss. Bis dann. Tschüss.